Hallo, mein Name ist Karina Treutlein. Ich bin zertifizierte Trainerin, Business Coach und Inhaberin von Treutlein Seminare. Dieses Video soll Ihnen einen ersten Überblick über die Funktionen von Microsoft Teams verschaffen. Starten Sie zunächst Teams, indem Sie links unten auf das Microsoft-Symbol klicken, Teams eingeben und auf Microsoft Teams klicken. Teams öffnet die Ansicht, die vor dem letzten Beenden von Teams geöffnet war. Microsoft Teams ist der zentrale Ort für Teamarbeit und das produktive Erledigen täglicher und wichtiger Aufgaben. Die App vereint in einem Programm viele Funktionen eines digitalen Arbeitsplatzes. Nachfolgend erläutere ich Ihnen die Oberfläche von Teams, den Umgang mit ihrem Verfügbarkeitsstatus, die Benachrichtigungsfunktion, den Chat, Teams und Kanäle, Online-Besprechungen und die Grundlagen der Dateiverwaltung in Teams. Los geht's! Die Oberfläche. Microsoft Teams hat eine einfach aufgebaute Arbeitsoberfläche, die Ihnen den schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen bietet. In der linken Leiste finden Sie die Schaltflächen für die Hauptbereiche Aktivität, Chat, Teams, Kalender, Anrufe und Dateien. In Aktivität werden Ihre persönlichen Benachrichtigungen, verpasste Anrufe, Antwort auf Ihre Beiträge und so weiter zusammengefasst. So verschaffen Sie sich schnell einen Überblick. Neben dem Glockensymbol wird die Anzahl der ungelesenen Neuigkeiten angezeigt. Im Chat tauschen Sie sich auf kurzem Wege mit Ihren Kollegen aus. Sie können einen Chat mit einer einzelnen Person oder mit einer Gruppe führen. Bei Bedarf können Sie Dateien austauschen oder zusätzlich eine Audio- oder Videokonferenz starten und Ihren Bildschirm teilen. In Teams befinden sich Arbeits- oder Projektgruppen mit einem vorher festgelegten Personenkreis. Diese virtuellen Teams sind nach Themen unterteilt, sogenannten Kanälen. So können Informationen innerhalb eines Teams strukturiert und übersichtlich dargestellt werden. Der Kalender in Teams synchronisiert sich mit Ihrem Outlook-Kalender. Sowohl hier in Ihrem Teams-Kalender als auch über Outlook können Sie Online-Besprechungen planen oder an einer Besprechung teilnehmen. Über Anrufe können Sie Sprach- oder Videoanrufe mit einer oder mit mehreren Personen starten, Ihre Kontakte verwalten oder Ihre Voicemail-Nachrichten abhören. Ihre Outlook-Kontakte werden automatisch hier angezeigt. Dateien bildet eine übersichtliche Zusammenfassung aller in Microsoft Teams verwendeten Dateien. Sie benötigen weitere Funktionalitäten. Vielleicht werden Sie hier bei den Apps fündig. In Microsoft Teams können bei Bedarf externe Apps integriert werden, sodass Sie diese direkt aus Microsoft Teams heraus starten und nutzen können. Welche Apps hier zur Auswahl stehen, wird von Ihrem Unternehmen gesteuert. Über die Navigation links oben wechseln Sie mit zurück zur vorherigen Ansicht und mit weiter zu dem Bereich, den Sie gerade mit der Zurückschaltfläche verlassen haben. Oben mittig befindet sich die Such- und Befehlsleiste. Dort können Sie nach Dateien, Chats oder anderen Suchbegriffen suchen oder direkt Befehle ausführen. Um eine Übersicht über alle Schnellbefehle zu bekommen, schreiben Sie einfach einen Slash, also einen Schrägstrich. Mit einem Klick auf den entsprechenden Befehl wird dieser ausgeführt. Über Ihr Profilbild gelangen Sie in die Einstellungen. Dort können Sie unter anderem Ihren Verfügbarkeitsstatus ändern oder über die Einstellungen Ihre Benachrichtigungen verwalten und Ihre Voicemail einrichten. Der Verfügbarkeitsstatus. Ihr Verfügbarkeitsstatus zeigt Ihren Kollegen, ob Sie zum Beispiel verfügbar oder beschäftigt sind. Mit einem Klick auf den gewünschten Status können Sie diesen manuell anpassen. Bei bestimmten Benutzeraktivitäten ändert sich dieser auch automatisch. Zum Beispiel gleicht er sich mit Ihrem Terminstatus in Outlook ab
oder mit Teams, wenn Sie in einer Besprechung oder im Präsentationsmodus sind. Auch wechselt Ihr Status automatisch in Abwesend, wenn Ihr Gerät in den Ruhemodus wechselt. Unabhängig vom Verfügbarkeitsstatus werden Ihnen Chatnachrichten zugestellt. Auch Anrufe werden durchgestellt, außer bei Nicht-Stören mit Weiterleitung an Ihre Voicemail. Benachrichtigungen. Über Ihr Profilbild und die Einstellungen gelangen Sie in den Benachrichtigungsbereich. Jede Änderung in einem Team, jede Antwort auf einen Chat und noch viel mehr löst standardmäßig eine Benachrichtigung als Banner oder gar E-Mail an Sie aus. Das kann schnell lästig werden und stört Ihre Konzentration. Um dies zu vermeiden, passen Sie Ihre Benachrichtigungen am besten individuell an. In den benutzerdefinierten Benachrichtigungen sollten Sie alle Banner und E-Mails für Aktivitäten deaktivieren, auf die Sie nicht sofort reagieren müssen. Banner sind Desktop-Benachrichtigungen, die rechts unten auf Ihrem Bildschirm eingeblendet werden. Sogenannte Feeds sind Nachrichten, die Ihnen in Teams links oben in Ihren Aktivitäten aufgelistet werden. Der Chat. Öffentliche Unterhaltungen, die Ihr ganzes Team sehen darf, führen Sie üblicherweise in einem Kanal, falls Sie dort für Ihr Team eine Projektgruppe angelegt haben. Hin und wieder müssen Sie aber auch vertrauliche Gespräche führen, und das tun Sie am besten in einem Chat. Mit einem Klick auf das Chat-Symbol können Sie einen neuen Chat starten oder einen vorhandenen öffnen. Jeder Chat hat verschiedene Register. Im Register Chat findet die eigentliche Unterhaltung statt. Über die Chatleiste können Sie eine neue Nachricht eingeben, Zustelloptionen festlegen, zum Beispiel wichtig oder dringend, oder eine Datei teilen. Über das Drei-Punkte-Menü neben einem Post können Sie verschiedene Aktionen durchführen, zum Beispiel eigene Nachrichten löschen oder bearbeiten oder diese Nachricht speichern. Alle Dateien, die in einem Chat freigegeben wurden, werden gesammelt im Register Dateien angezeigt. So müssen Sie nicht erst jedes Mal durch eine lange Chatliste scrollen, um zu sehen, welche Datei geteilt wurde. Falls notwendig, können Sie direkt aus einem Chat heraus eine Audio- oder Videokonferenz starten oder Ihren Bildschirm teilen. Wenn Sie neben dem Chatnamen auf das Drei-Punkte-Menü klicken, können Sie den Chat verwalten. Zum Beispiel anheften, stummschalten oder ausblenden. Teams und Kanäle. In Teams sehen Sie eine Liste mit allen Teams, denen Sie angehören. Ein Team ist eine Art Arbeitsgruppe mit festgelegtem Teilnehmerkreis. Über das Drei-Punkte-Menü neben dem Namen eines Teams kann dieses verwaltet werden. Teams besteht aus Kanälen. Der Kanal Allgemein wird standardmäßig angelegt. Wollen Sie ein Team thematisch unterteilen, können weitere Kanäle angelegt werden. In Kanälen findet die eigentliche Arbeit statt. Hier können Sie Besprechungen abhalten, chatten und Dateien austauschen. Wollen Sie auf eine Unterhaltung antworten, klicken Sie nicht auf Neue Unterhaltung, sondern hier auf Antworten. Alle Dateien, die Sie in einem Kanal austauschen, werden gesammelt im Register Dateien angezeigt. Alles, was Sie in einem Kanal posten, ist für alle Teammitglieder sichtbar. Sie sollten in einem Kanal also keine privaten Unterhaltungen führen, dafür ist der Chat besser geeignet. In jedem Kanal können weitere Registerkarten eingebunden werden. Stellen Sie sich diese wie Links zu Ihren bevorzugten Dateien, Apps oder Diensten vor. Online-Besprechungen. Online-Besprechungen können Sie über den Teams-Kalender oder wie gewohnt über Outlook organisieren. Klicken Sie in Outlook im Modul Kalender im Register Start auf Neue Teams-Besprechung. Jede Teams-Besprechung ist automatisch eine Online-Besprechung. Über diesen Link können später auch alle Teilnehmer an der Besprechung teilnehmen. Füllen Sie die Besprechung wie gewohnt aus und klicken Sie auf Senden. Dieser Eintrag im Kalender synchronisiert sich mit Ihrem Kalender in Teams.
Bevor Sie an einer Besprechung teilnehmen, können Sie zunächst Ihre Kamera und Ihren Ton aktivieren oder deaktivieren und anschließend Ihren Hintergrund unkenntlich machen. Mit einem Klick auf Jetzt teilnehmen gelangen Sie direkt in die Besprechung. Während einer Besprechung können Sie über Teilnehmeranzeigen die Teilnehmerliste rechts einblenden, einen Besprechungschat starten oder ergänzen, während einer Besprechung Dateien teilen, Handzeichen geben, wenn Sie etwas sagen möchten, über weitere Optionen, zum Beispiel Ihren Hintergrund unkenntlich machen, Ihre Kamera oder Ton aktivieren bzw. deaktivieren, Ihren Bildschirm teilen oder die Besprechung verlassen. Sind Sie der Organisator dieser Besprechung, haben Sie den zusätzlichen Befehl Besprechung beenden. Grundlagen der Dokumentenverwaltung. Dateien, die Sie über einen Chat einfügen, liegen auf Ihrem persönlichen OneDrive for Business und werden von dort in den Chat verlinkt. Dabei wird Ihrem Chatpartner automatisch die Datei zur Bearbeitung freigegeben. Möchten Sie die Zugriffsrechte bearbeiten oder entziehen, loggen Sie sich über www.office.com in Ihr Microsoft-Konto ein und navigieren Sie zu OneDrive for Business. Hier in Microsoft Teams Chat-Dateien werden alle Dateien verwaltet, die Sie über einen Chat freigegeben haben. Um die Zugriffsrechte zu verwalten, zum Beispiel um aus Bearbeitungsrechten Leserechten zu machen oder die Freigabe zu entziehen, öffnen Sie diesen Ordner, klicken neben das Dokument auf die drei Punkte, klicken auf Zugriff verwalten und passen hier die Zugriffsrechte an. Dateien, die Sie in einem Team in einem Kanal teilen, werden in einer SharePoint-Bibliothek Team-Website gespeichert. Diese erreichen Sie in einem Kanal über das Register Dateien und dort über in SharePoint öffnen. Der Inhalt der Registerkarte Dateien kann durch jedes Teammitglied geöffnet, kommentiert und gemeinsam mit anderen Teammitgliedern in Echtzeit oder auch nacheinander bearbeitet werden. Meistens werden Sie mit Ihren Dateien auf Ihrer Teams-Oberfläche arbeiten. Einzelne Funktionen lassen sich jedoch nur direkt in SharePoint aufrufen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Ordner samt Inhalt hochladen möchten, gelöschte Dateien wiederherstellen möchten oder Dateien vor Löschen schützen wollen. Wenn Sie dies tun möchten, klicken Sie im Register Dateien auf in SharePoint öffnen und verwalten Sie hier Ihre Dateien. Ich hoffe, diese Einführung hat Ihnen einen guten Überblick verschafft und erleichtert Ihnen die ersten Schritte beim Arbeiten mit Microsoft Teams. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Freude dabei.